Ja, die Wahrheit ans Licht bringen. Darum geht es auch dem gemeinsamen NSU-Rechercheteam des Bayerischen Rundfunks und der Nürnberger Nachrichten. Eine Wohnung in diesem Haus hier in Zwickau war der Unterschlupf der Terroristen Zschäpe, Mundlos und Böhnhardt. Als sie aufflogen, hat Beate Zschäpe dieses Haus 2011 in die Luft gejagt. Ermittler haben hier einen angekokelten Stadtplan von Nürnberg gefunden. Und darauf war ein Kreuz eingezeichnet. Und die große Frage, was hatte das zu bedeuten? Mein Kollege Jonas Miller, der ist Teil dieses Rechercheteams und uns jetzt live aus dem Studio Franken zugeschaltet. Hier findet heute Abend nämlich eine Podiumsdiskussion statt. Jonas, wo war dieses Kreuz auf dem Stadtplan und warum war es da? Ja, dieses Kreuz, du hast es gerade schon erwähnt, wurde gefunden in Zwickau 2011 im Brandschutt des NSU-Unterschlupfs. Und wenn man sich diese Karte genau anschaut, dann sieht man, dass da ein Kreuz eingezeichnet wurde im Stadtteil St. Peter in der Nähe des Friedhofs St. Peter. Und da wurde auch handschriftlich dazu geschrieben, Anlaufstelle. Die Polizei ist diesen Spuren laut unseren Erkenntnissen nicht wirklich nachgegangen. Wir haben uns jetzt nun noch mal damit befasst und sind darauf gestoßen, dass direkt in der Nähe dieser Anlaufstelle dieses Kreuzes ein Tatort ist. Und zwar wurde Ismail Jascher im Juni 2005 dort von den NSU-Terroristen erschossen. Und wir fragen uns natürlich, für wen sollte diese Anlaufstelle da sein? Sollten da vielleicht örtliche Helfer kommen, NSU-Helfer aus Nürnberg, die das dann als Anlaufstelle benutzen? Das waren unsere Fragen in diesem Zusammenhang. Also ganz wichtige Erkenntnisse. Was habt ihr jetzt dann damit gemacht? Ja, wir haben letztlich alle Wohnorte von uns bekannten Rechtsextremisten aus der Zeit. Damals haben wir uns angeschaut und uns ist da auch jemand aufgefallen. Und zwar ein führender Neonazi, wir nennen ihn Axel G. Er hat in unmittelbarer Nähe zu dieser Anlaufstelle gewohnt und auch zu diesem NSU-Tatort. Axel G. ist ein führender Kader gewesen laut Sicherheitsbehörden. Er hat zum Beispiel ein Neonazi-Magazin herausgebracht, der Lancer hieß das. Da wurden schon Anfang der 2000er Jahre die Untergrundkämpfer gegrüßt. Und es ist ein Indiz dafür, dass damit vielleicht die NSU-Terroristen gemeint sein könnten. Und zudem auch noch ganz wichtig, 2006, 2007 hat die Nürnberger Polizei im organisierten Rechtsextremismus ermittelt, weil sie gesagt haben, es könnte durchaus sein, dass diese bundesweite Mordserie einen rechtsextremen Hintergrund hat. Sie haben dann 9 Nürnberger Neonazis angesprochen, Gefährderansprachen durchgeführt, die sie verdächtigt haben, etwas mit der Mordserie zu tun zu haben. Und einer dieser angesprochenen Neonazis war besagter Axel G. Und sehr auffällig dabei ist, nach diesen Gefährderansprachen in Nürnberg riss die rassistische Mordserie des NSU abrupt ab. Für uns ist das ein Indiz, dass die Neonazis in Nürnberg durch diese Ansprachen durch die Polizei gewarnt waren. Die Mordserie ist schon lange her, der Prozess abgeschlossen. Trotzdem findet heute Abend jetzt eine Podiumsdiskussion hier im BR-Studio Franken statt. Warum? Es sind so viele Fragen nach wie vor offen. Beispielsweise, wer hat die späteren Opfer ausgewählt? Wer hat vielleicht vor Ort sogar Unterstützungsleistungen geleistet? Das sind alles Fragen, die nicht klar sind. Wir wissen ja, dass das NSU-Kerntrio Uwe Mundlos, Uwe Böhnhardt und Beate Zschäpe sehr oft in Nürnberg war und hier auch sehr gute Kontakte hatte. Jetzt hat sich im Mai dieses Jahres ein Untersuchungsausschuss im Bayerischen Landtag gegründet, der diesen offenen Fragen nachgehen möchte. Und wir diskutieren heute Abend mit Landtagsabgeordneten von SPD, CSU, FDP und Grüne und wollen genau von Ihnen wissen, wie läuft der Untersuchungsausschuss gerade, welche Fragen wurden vielleicht schon beantwortet, welche Probleme hat der Untersuchungsausschuss gerade und wie wird sich das in der nahen Zukunft ändern, mit welchen Ergebnissen können wir hier rechnen. Hochinteressant, Live-Infos von Jonas Miller. Vielen Dank dir und viel Erfolg heute Abend bei der Podiumsdiskussion.